So, meine Damen und Herren der guten Unterhaltung, ich spiele jetzt auch mal dieses, spricht man das Deutsch aus? Ich habe keine Ahnung, Raziel oder Raziel, Dungeon Arena. Also Dungeon Arena kenne ich, ne? Aber ob das jetzt Raziel ausspricht, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe das eben ein bisschen mit dem Sound probiert und mit der Aufnahme und so die paar Tests, bis ich es jetzt mal hingekriegt habe, waren okay. Das Spiel musste ich auch schon ein bisschen starten, um halt in das Spiel reinzukommen, um da die Soundeinstellung zu ändern. Aber wir gucken mal. Ich habe auch extra alle Mitteilungen auf meinem Handy jetzt ausgestellt, nicht, dass dann da irgendwelche Namen auftauchen, die mir WhatsApp-Nachrichten schreiben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Also wenn ihr zwischendurch ein paar Unterbrechungen habt, weil Leute mich zuspammen müssen, habt ein Nachsehen, ne? So, ich höre tatsächlich, wenn die Aufnahme läuft, fast gar keinen Ton am Handy, aber in der Aufnahme hört es sich einfach normal mit Gelaber halt an. Ja, und wie man sieht, habe ich hier den Sound Settings jetzt zum Beispiel mal alles auf Hälfte gemacht und so und ja, ne? Dann würde ich mal sagen, wir haben hier so eine Eistante und mit der starten wir mal unser Abenteuer. Und ich habe schon viel Gutes von diesem Game gehört. Man wird auch nicht voll. Oh Gott, das hat ein bisschen geleckt. Oh. Man wird wohl auch nicht voll gequatscht. Oh, das ist die Levelanzeige da unten. Ja, cool. Man wird wohl auch nicht voll gequatscht, dass man 20 Millionen Ingame-Sachen halt irgendwie kaufen muss. Oh, wir haben ein Skill. Hold Damager. Was ist das denn, Alter? Hold to Channel. Ey, Leute, wenn das hier nicht eine Eis-Arkan-Flut ist, ne? Dann weiß ich nicht, wo die das abgeguckt haben. Das ist ja aber voll mein Fall. Guck ich das mal an. Also ich glaube, man kann sich in der Bahn damit unterwegs schon mal gut die Zeit vertreiben, ne? Also am PC, jetzt sag mal, kann ich hier nicht durch? Guck mal, ich habe hier so Eisteile. Kann ich damit nicht mal ein bisschen Holz kaputteisen? Nein, kann ich nicht. Ja gut. Dann werden wir wohl diesen vorgefertigten Weg durch brennendes Material gehen. Ist ja nicht schlimm. So, ich habe es überlegt, so 20 Minuten Parts, ne? Ich nehme das ja alles mit meinem iPhone XR oder iPhone 10 oder wie man es jetzt auch immer nennen mag auf. Deswegen seht ihr oben links auch so einen Punkt. Oh, ich glaube, ich muss hier mal weggehen. Toll, ich bin vergiftet. Hat ja super funktioniert. Ja, dieser Punkt oben links ist halt dafür da, dass mir das iPhone anzeigt, dass ich gerade oder dass das iPhone Zugriff aufs Mikrofon hat. Was ja natürlich von Vorteil wäre, wenn ich dieses komische Spiel hier dann vertonen möchte, ne? Who's Ja. there? Who's there? Leave us be. This area is locked. Ich bin mir ziemlich sicher, Master dass man das wants to see normal you laut hört in safely. der Aufnahme You und ich must höre einfach track fast down. gar nichts. Aber ich kann ja lesen, What? ne? How could that be? Und ja, in God Diablo damn it, lesen wir uns ja auch let's nicht wirklich go. viel We durch, care muss not man that ja much. sagen, ne? Und töten einfach Okay. alles. Das passt hier schon. Das machen wir ja auch einfach, würde ich mal sagen. Ja, so Story-Sequenzen lasse ich dann schon mal laufen, dachte ich mir. Nur die ersten musste ich jetzt leider überspringen, weil das war einfach mal arschlaut und ich wollte jetzt nicht, dass euch die Ohren wegfliegen, ne? Das wollte ich jetzt einfach mal verhindern. Ja, aber sonst liegt das Spiel so schon mal gut in der Hand. Ich muss ja sagen, ich bin ja auch so ein Fan von Spielen, die man so in der Bahn spielen kann. Ne? Also klar, jetzt fahre ich nur 9 Minuten mit der Bahn, aber wenn ich dann schon mal zum Hauptbahnhof fahren muss, fahre ich so 20 Minuten. Und ja, da ist es schon ganz praktisch. Ne? Kann ich? Nein, ich kann hier nicht runter. Ich bin immer noch vergiftet. Ey, Aiming Control. Jo, das ist ja mal voll der Eishauch hier. Haben wir einen Lebensbalken? Ja, haben wir. Wir sind nicht ganz so im Nachteil mit unserem Leben. Aber ich muss hier nebenbei mal auf die Zeit achten. Ja, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Dass, jetzt, wo ich die ganze Mitteilung komplett ausgeschaltet habe, ob das geht. Oh, da ist so ein. Wie heißt der? Ach, ich habe Turbo Wizard gelesen. Wäre aber auch mal eine Idee. Ja, ich habe gesehen, der gute Kraxler hat sich diesem Spiel auch schon angenommen. Wir haben ihn eingeeist und jetzt töte ihn. Den Tabu Wizard. Poison Marsh, Toxic Rain. Überhaupt nicht bei Diablo abgeguckt? Nein, gar nicht. Aber so grafisch sieht schon nicht schlecht aus. Ich habe hier auch einfach mal die größten Grafikeinstellungen genommen, die gehen, ne? Also iPhone XR oder 10, ne? Tötet mich, wenn ihr unbedingt wollt, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, keine Ahnung. Dafür sieht es echt gut aus, ne? Kann ich nicht meckern. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auf echt älteren Geräten, dass es da Probleme gibt und wahrscheinlich dann auch laggen wird wie Sau. Oh, wir haben den Flash. Oh, Teleport. Das ist ja mal geil. Dann kriegen wir noch so ein Schild mit dazu. Sehr cool.
Ja, ein bisschen rote Blitze, ne? Oh, das ist ein Boss. Ups. Kennt man ja, ne? Monstrosity is huge. Der ist groß. Ja, ach echt, nee. Sag bloß. Mit wem reden wir eigentlich? Alter, hier ist niemand bei uns. Treffen wir den? Geh doch mal weg. Geh doch mal weg. Sag mal, heilen wir eigentlich auch? Können wir mal einen Trank benutzen oder sowas? Sind wir auch eingeeist? Nein, wie geil ist das denn bitte? Return? Halt, nee, Moment mal, ich muss sie mal einsammeln, ne? Sammle ich das ein, wenn ich da... Oh, ich kann hier einfach mal drüber laufen. Ja, cool. Keine Gefahr, hier runterzufallen, ne? Alles gut. Dann returnen wir mal. Return to City. Ja, das war mein Plan. We lost the north. The ancient peninsula. Peninsula. Where the Oracle Guardians used up their courage and loyalty. Ich frag mich, was Leute denken, die so 2000 geboren, Quatsch, nicht geboren, die 2000 leben. Wenn wir das Ding jetzt 20 Jahre zurückschicken und die sowas hier sehen auf dem Smartphone, wie gut das eigentlich aussieht, also allgemein Smartphones, ne? Wird aber schon ganz schön warm, das Handy, ey. Cast, tap to cast. Flash backwards and gain ice shield for 6 seconds. This shield attacks. Ja, Mann, mein Schild greift. Oh. Ach, das sind spielende Kinder. Ich dachte, ich muss hier schon was töten, aber es war ja gar nicht so. Change it up a little. Equip a new piece of gear. Das kriege ich hin. Hier ist ein Geschenk. Das will ich haben. Muss ich... Nee, okay, dann. Tap to display, okay. Gear. Ach, guck mal. Ja, mal sehen, ob wir so ein längeres Let's Play draus machen oder wahrscheinlich wird es angespielt oder so. Mal gucken. So, wir ziehen uns natürlich erstmal Brüste an. Ist ja ganz klar, ne? Die Trolla, ey. Die sieht aber schon ein bisschen heiß aus, ne? Warum kann ich eigentlich keinen Typen erstellen, Mann? Ich bin eine Frau. Ich möchte vielleicht auch mal Typen spielen. So wie Typen immer Frauen spielen wollen. So, Skill. Was können wir denn hier machen? Was Leute sich wohl denken, wenn die sehen, dass ich hier mit meinem Handy quatsche. Also ich bin jetzt nicht irgendwie unterwegs oder so, aber stellt euch mal vor. Ne? Das wäre so eine Sache, das könnte man unterwegs auch einfach machen. Ja, ich hoffe, dass es hier keine großartigen Hintergrundgeräusche gibt. Ach, guck mal, wir könnten hier was upgraden. Aber ich glaube, wir sollten das hier upgraden, ne? Unsere Freezing Bullet, also unsere Frostkugel, kann man vielleicht sagen. Das upgraden war, ne? Learning by Doing machen wir dann. Alter, schon da gerade dreimal SS, ist ja krass. Wie viel Gold habe ich denn? Warte mal, es kostet 5.054. Und wir haben? Ach nee, wir haben 5.000. Ich glaube, ich kann das nochmal upgraden. Was macht es denn? Skill Damage 0,5%. Ernsthaft? Hero Level 5 is required. Ja, okay, gut, dann können wir das schon mal nicht machen. Übrigens, meine englische Aussprache ist jetzt nicht unbedingt die beste, ne? Also habt Erbarmen und so. Wenn euch das stört... Oh, der Skill Damage wird ja mal krass erhöht. Guckt euch das mal an. Wenn euch das stört, dann müsst ihr natürlich woanders mal gucken gehen. So. Ich bin jetzt auch nicht der große YouTuber, wo man unbedingt sich das alles angucken muss, ne? Warte mal, Skill Set. Ach, guck mal. Ich verstehe die Hälfte nicht. Guck mal, Unlock. Können wir noch irgendwas unlocken? Sehr cool. Stats. Gucken wir doch mal. Proficiency. Alter, was ist das denn? Damager. Damage verstehe ich. Schaden. Viability. Irgendwas mit Herz. Wird vielleicht unser Leben sein oder so, ne? Guck mal, ein Kostüm. Ey, ich möchte mich gern umkostümieren. Nee, das geht wohl nicht. Schade. Gut, ich kann mir noch ein paar Charaktere erstellen, ja? Ach, das ist hier auch so eine Alina. Alter, ich heiße doch gar nicht Alina. Ich habe mich Chihiro genannt. Was ist denn da falsch gelaufen? Egal, wir spielen doch erstmal weiter hier, ne? Follow, ja, doch nicht zwei Sachen auf einmal. Hallo, was ist denn mit euch? Follow the instructions to go to quest local. Go to Gate of Shuttle. Ja, kein Plan. Follow the cursor to reach the destination. Was ist denn? Ja, das verstehe ich. Oh lol, warte mal, die geht jetzt automatisch hin? Gibt's ja nicht. Halt, hör auf damit! Ich wollte doch alles angucken! Die bleibt nicht stehen, die Alte. Hallo.
Ach so, jetzt kann ich. Da ist Yaman. Ach so, das sind andere Spieler. Ist ja mal cool. Jetzt kann ich hier reden. God's light will guide you to the right path. Ja, nee. New Feature Story. Ja, cool. Chapter 1. Battle of Modenberg. Berg. Modinberg, ja, ne? Select Chapter. Ja, es ist ja das Einzige, was wir irgendwie anwählen können, würde ich mal sagen. East Village ist auch das Erste. Ach, wir gehen einfach mal da drauf und töten noch mal ein bisschen, ne? Young Alina doesn't want to hide behind the wall. She believes that defense... Ach, scheiße, Mann. Ach, der liest das wahrscheinlich gerade vor, ne? Fängt gut an. Listen, these monsters are controlled by magic. Look at the sky above Modenberg. Restless and unstable. It's obvious enough, we must take it. She points out of the window. Oh, ich sehe was mit Friedhof. Her eyes gaze at the dark clouds where thunders roar. Then her fingertips. Was ist denn das für ein sexy Typ hier eigentlich rechts, ey? Are you sure about this, Alina? I mean. Trust me. That's where we must go. No. I meant, are you sure we can make it? And what about Bison? He would surely. There's no time. We can't hold back like this anymore. Alina's voice is nervous and impatient. She interrupted Vilsack immediately. Ach, Reus wird hier noch kommentiert. I need you to trust me, Vilsack. All right. As Vilsack, mein Fuß hat geknackt. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. The voices gradually take over the hall until Alina slams the table with both hands violently. She looks around excitedly and shows a confident smile. Much like the others, she's looking forward to the upcoming quest. We raised our swords and no longer huddled in that fragile shell, because miracles are not for cowards. Ich glaube, das sind wir. Oh, es lädt. Darf ich mal wieder spielen, ja? Gibt's ja nicht. Quest Objective. Destroy irgendwas. Zerstören. Ich habe nur Zerstören gelesen, hab nicht dabei. Rotten Demon. Oh, das sieht schon mal nice aus hier, ne? Machst du bitte mal diese Dinger da kaputt? Als ob ich die nicht treffe. Was ist denn mit dir? Muss ich die anticken? Nein. Ach hier, gucke mal. Oh. Ja, wenn man das mal vorher gesehen hätte, ne? Ja gut, dieses Gold wird uns jetzt wahrscheinlich auch nicht so weiterbringen. Oh, da sind wieder nette Menschen, die wir umbringen können. Bäm. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass wir die Sachen extra kaputt machen müssen, ne? Finde ich schon etwas merkwürdig. Ja, ich hatte bei Bob schon gesehen, dass der meinte, dass er es gut findet, dass man da nicht so zugespammt wird mit 30 möglichen Kaufoptionen, die du in einer Sekunde hast. Und das fällt mir auf jeden Fall auch auf, ne? Muss ich echt mal sagen. Oh, ich habe sogar ein Zeitlimit oben rechts, ne? Ja, krass. Aber wir one-shotten die. Wir sind einfach total OP, würde ich mal sagen. Wir sind schon echt gut da, wir sind echt schon gut unterwegs. Oh, warte mal, Kollege, ey. Oh, ein Horn. Oh, wir sind schneller. Oh ja, Mann. Oh, jetzt lag's aber ein bisschen. Doch nicht gut fürs iPhone. Aber an sich läuft das schon. Ich bin ja auf Diablo Immortal gespannt, muss ich mal sagen, ne? Ich würde es gern auch aufnehmen, aber ich muss mal gucken, ob das hier überhaupt taugt, ne? Ich werde es vielleicht mal so zum Test hochladen. Also die Sache ist, das gucken sich dann wahrscheinlich jetzt auch echt nicht viele Leute an. Ne? Also wenn ich überhaupt auf 10 Aufrufe komme, würde mich das schon wundern. Weil die Leute ja tatsächlich eher die Livestreams gucken, ne? Würde ich mal sagen. Und Digga. Nein! Boah, geh mit deinem Feuerobst doch mal weg. Er kommt an. Oh nice, was ist passiert? Ach, er stirbt in der Slow-Mo. Oh, wir haben es geschafft. Was auch immer wir tun sollten. Ach ja, das war der Rotten Demon. Müssen wir jetzt schon zurück? Können wir einfach mal noch erkunden den Rest? Können wir dann ein neues Portal machen?
Wahrscheinlich macht es keinen Sinn, hier alles zu erkunden, sondern einfach mal schnell zu leveln. Ne? Das ist so, wie wenn man sich in Diablo aufleveln möchte, dann darf man da ja auch irgendwie nicht... Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen verklickt. Ups. Darf man da ja auch nicht sonst was machen. Aber guck mal, wir haben gerade schon wieder ein Level abgekriegt. Ne? Das hätten wir jetzt, glaube ich, nicht, wenn wir einfach in die Stadt gegangen wären. Die Frage ist aber auch, ob wir das hier halt brauchen. Ne? Also ich bin ja froh, dass man mit dem iPhone an sich so aufnehmen kann. Das ist zwar jetzt qualitativ vielleicht nicht das Beste, aber für die, die das halt gern mal sehen wollen oder auch mal gucken, was ich hier so veranstalte. Vielleicht bin ich ja, ich habe den schon wieder verfehlt hier, ne? Vielleicht bin ich auch einfach total schlecht, ne? Das weiß man ja nicht. Gucken wir mal. Das Gebäude sieht schon mal nett aus, ne? Weißt du, so heruntergekommen, alles zugewuchert. Ach, das sieht ja nett hier aus. Kann man mal machen. Wobei 15 Minuten sind wir auch schon krass, ey. Boah, das erinnert mich an diese alte Let's Play-Zeit. Ne? Ich habe ja an sich auch schon Let's Plays aufgenommen und an sich auch mit Let's Plays gestartet. Aber es ist halt eher so bei Spielen, dass ich die einfach nur noch live streame. Ne? Da können sich halt Leute im Nachhinein den Stream angucken. Das machen Leute auch noch. Ne? So ist es jetzt nicht. Also es gibt auch so ein paar komische Menschen, die schauen sich meine Videos an, wenn ich nicht live bin. Würde mich ja tatsächlich mal interessieren, ob es auch welche gibt, die sich das hier mal reinziehen, ne? Weiß man ja nicht. Ja, da musste man auch immer auf die Zeit achten. Ich weiß noch, auf der PlayStation 4 war es eine Zeit lang so, dass... Oh, ich habe hier langsam mal so ein Lebensproblem, ne? Ich weiß aber auch nicht, wie ich mich heilen soll, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte ich einfach in die Stadt zurückgehen, nicht, dass ich hier sterbe. Guck mal, es blinkt schon rot hier, ne? Oh, Portal ist schon da. Ja, ich möchte da auf jeden Fall hin. Dankeschön. Ups. Ja, auf der PlayStation konnte man dann nur 15 Minuten aufnehmen, ne? Branch Skills. Use 16 Skills to create different combat styles. Tap to claim rewards. Ja, her damit. Nehme ich, ne? Gold und ja, Edelsteine, ne? Ist alles meins. Jetzt habe ich irgendwas weggeklickt aus Versehen. Ich will dieses Geschenk da jetzt haben. Holy Flag. Damit. Item Description. Plunging into the Battlefield of Glory. Ja! Nee, keine Ahnung. Hm, wer ist denn Merit? Season 1. Instruction. Rare Refined Scroll. Brave. Bound Diamond. Bin ein bisschen überfordert hier. Free. Ach, gucke mal. Das sind so die täglichen Bonus-Dinger, ne? Ist ja mal cool. Klar, ich spiele das Spiel schon seit 100 irgendwas Tagen auf jeden Fall. Schließen wir das mal. Item. Backpack. Revives all your heroes in combat. Sources. Battles. Crafting Angel Feather to obtain. Can't be unbound. Can't be traded. Also, wir können es, glaube ich, einmal wiederbeleben und dann war's das. Sell. Ach nein, wir können hier direkt verkaufen. Was ist das denn, ey? Furnace. Oh, der Schmied. Nee, Schmelzofen ist es ja, ne? Nicht der Schmied. Okay. Ich wollte aber eh nochmal... Also sind wir schon Level 6? Wann ist das denn passiert? Ups. Gucke mal, ich habe hier einen dicken Stab mit was Rotem. Der ist schon mal besser. Guck mal, sie guckt ihn auch schon an. Ist eigentlich voll mein Spiel, weil wir Stäbe haben, ja? Gucke mal, Gear Stats. Kriegen wir mehr HP. Max Enhancement. Ja, und... Keine Ahnung. Also es sieht allgemein besser aus. Dann haben wir noch ein paar Schuhe für uns. Weil wir haben noch keine Schuhe an. Eine Frau ohne Schuhe, ja? Ich wollte es mal angemerkt haben. Skill. Tap to select a new skill. Ja, mega, ey. Chili Laser. Ja, klar, den Chili Laser nehme ich einfach. Jetzt können wir den Chili Laser damit machen, ja? Also wenn wir das angewählt haben, ist ja cool. Ah, okay, mehr Geld haben wir dafür auch gar nicht. Gut, hier können wir nichts umändern. Hier auch nicht. Aber wir können mal alles aufleveln, ne? Wahrscheinlich sollten wir das nicht tun, aber ist mir jetzt auch egal. Wir machen das einfach. Okay. Ach, ich kann leider auch gar nicht mehr so lange spielen. Also eine Folge kann ich auf jeden Fall noch aufnehmen. Schief. Honor. Das ist Ehre, ne? Avatar and Flag. Heroes are born in an age of turmoil. You must be ready to pay the price if you desire wealth and status.
Klar, ich bezahle alles, kein Problem. It's not easy to achieve something in this apocalyptic world and few people become heroes who will be remembered by all. Ja, ich werde auf jeden Fall von allen, bei allen in Erinnerung bleiben. Guck mal, watching you secretly. Was ist das denn, Alter? As fragile as grass. Ja, das Einzige, was wir irgendwie equippen können. Ach so, das ist unser Avatar. Lol. Ich hätte gern was anderes. Ja, hallo. Change Flag. Oh, wir haben eine Flagge. Geil. Oh ja, Mann. Ich brauche das hier. Ich will das hier haben. Wie geil ist das denn bitte, ey? Oh, das hier sieht ja auch mal mega. Ich bin ja wirklich so eine Optik-Tante bei sowas, ne? Muss ich ja echt sagen. Da bin ich total dabei. Aber wir nehmen mal das Ganze hier oben. Okay. Und ich würde gern doch das Avatar-Männchen changen, weil das sieht ja irgendwie nicht schön aus. So. Dann war es das für den Part erstmal. Ja, falls überhaupt jemand zugeschaut hat, bis hierhin sogar. Vielen Dank, ne? Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, was auch immer. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder. Dann erstmal ciao und bis dahin.